Ohne Elektronik geht heute beim Bikepacken gar nichts mehr. Handy, Navi, Beleuchtung, vielleicht die bessere Fotoausrüstung, eine Drohne, ein Kindle, ein Tablet. Ja, wir kaufen uns damit zwei Probleme ein. Zum einen wiegt das Ganze ganz schön, zum anderen müssen wir das auf unseren Touren ja alles auch irgendwie aufladen. Ja, und da versuche ich mal aufzuzeigen, worauf man dabei achten sollte und was für welche Tour geeignet ist. Hallo, ich bin Andrea. Ich bin seit 35 Jahren Radsportlerin. Ich arbeite als Trainerin. Ich baue meine Räder alle selbst. Ich bin im wirklichen Leben Maschinenbauingenieurin. Ja, und ich bikepacke für mein Leben gerne und bringe da viele Erfahrungen mit. Minimalistisches Bikepacking und Elektronik am Rad. Das ist so der ständige Kampf ums letzte Gramm, gerade dann, wenn man wie ich sehr technikaffin ist und Datennerd. Ja, da fällt es mir schon schwer, auch mal wegzulassen. Ich zeige hier mal, was ich alles habe. Ich nehme nie alles mit. Das ist eine Auswahl, die ich je nach Ziel zusammenstelle. Ja, und ich zeige auch, worauf man im Einzelnen achten sollte bei der Auswahl der Produkte. Zunächst gebe ich mal einen Überblick, was für Systeme ich alles dabei habe, zu welchen Themen. Ja, und danach sortiere ich das mal um und strukturiere das danach, was ich für Verbraucher habe, wie ich Strom erzeuge und wie ich speichere. Ja, und am Ende des Videos wird es noch einen Lifehack geben zur außerordentlich flexiblen und praktischen Befestigung des ganzen Geraffels am Rad. Navigation, Kommunikation, Film und Fotografie, Licht, Devices im Zelt zum Pumpen der Isomatte und meine Kopflampe, meine Fahrradalarmanlage und ja, ich nehme Pulsgurt mit. Braucht man nicht, aber ich bin eben Datennerd. Und das Laden der ganzen Devices, ein Solarpanel und die anderen Sachen stelle ich gleich vor. Und hier habe ich einige kleinere Powerbanks. Ich habe das Ganze mal auf die Waage gelegt und da kommen sagenhafte 3,5 Kilo zusammen. Ja, wenn man weiß, dass ich ansonsten bei meiner Ausrüstung sogar mal den Stiel der Zahnbürste absäge und da nur auf 8,5 Kilo komme, samt Campingausrüstung, Kleidung für auch nordische Länder, dann sind 3,5 Kilo gefühlt viel zu viel. Ich nehme, wie gesagt, auch nie alles mit. Ich wähle da schon sehr gezielt aus, aber ich stelle jetzt mal vor, welche Möglichkeiten ich hätte. Jetzt habe ich das erstmal umsortiert und mal alle Verbraucher, die ich unterwegs dann irgendwie laden müsste, hier zusammengestellt. Das Wichtigste für mich ist die Navigation. Ich habe dafür einen Garmin 1030, da gibt es auch andere gute Geräte, es gibt auch den Nachfolger schon. Ja, die andere Möglichkeit ist es mit dem Handy zu machen. Wenn man so viel unterwegs ist wie ich, dann lohnt sich die Anschaffung eines richtigen Navigationsgerätes schon sehr. Die Wetterfestigkeit ist hervorragend, die Akkustandzeit, damit komme ich mehrere Tage aus, ohne nachzuladen, wenn ich die Helligkeit des Displays etwas runterregel. Ja, und der Stromverbrauch beim Handy, da müsste ich täglich wahrscheinlich mindestens einmal nachladen. Und die Ablesbarkeit ist da grenzwertig, wenn die Sonne scheint, erkennt man quasi nichts mehr. Ist eine Kostenfrage, wie gesagt, für mich lohnt sich das auf alle Fälle, ein richtiges Navi dabei zu haben. Meine Touren führen mich durchaus in Gegenden, wo ich überhaupt keinen Handyempfang mehr habe. Da ist es für mich ganz wichtig, dass ich meine Familie immer unterrichtet halte, dass es mir gut geht. Und dafür habe ich mir einen Garmin InReach gekauft, gebraucht. Das erste Modell, das reicht für mich völlig. Dieser Satellitenkommunikator bietet drei verschiedene Funktionen. Zum einen ein Tracking, sodass meine Familie sehen kann, wo ich bin. Die Abtastrate kann ich dabei einstellen und die geht sehr in die Laufzeit des Akkus. Zum zweiten kann ich SMSen damit verschicken und zum dritten gibt es eine Notruftaste. Wenn ich die betätige, dann schickt Garmin, die Zentrale aus den USA, das ganz große Aufgebot an Helikoptern und holt mich da, wo ich bin, raus. Ja, das ist natürlich eine große Sicherheit für mich. Ich hoffe, dass ich es nie brauche, aber die Möglichkeit bestünde. Es hat eine Abdeckung von 100% um die ganze Welt. Diese Kosten kann man versichern bei Garmin, das finde ich auch gar nicht sehr teuer, das kostet 40 Euro im Jahr. Bergungskosten können leicht mal an die 100.000 Euro gehen, also da finde ich die Relation dieser Versicherung mal wirklich sehr gut. Ansonsten muss man zum Betrieb des Garmin InReach einmal wie einen SIM-Vertrag bei dem Handy einen Jahresvertrag abschließen.
Da gibt es verschiedene Kombinationen. Da ich das Gerät ja immer nur zeitweise, vielleicht für 3 bis 4 Wochen nutze, habe ich einen sehr geringen Jahresbeitrag von 35 Euro und buche dann monatlich den Service hierzu. Die Kündigungszeit ist wirklich monatlich, das finde ich sehr klasse. Dann komme ich auf Kosten von 35 Euro für den Jahresvertrag und 19 Euro für den Monat plus die 40 Euro für die Versicherung. Finde ich für die Sicherheit, die das bietet, wenn ich auf Solotouren unterwegs bin, wirklich sehr beruhigend und auch für meine Familie sehr beruhigend. Ja, wer auch noch Fotografie zum Hobby hat wie ich, habe wirklich tonnenweise Ausrüstung zu dem Thema im Schrank, tut sich natürlich ganz schwer, das dann zu Hause zu lassen aus Gewichtsgründen. Ich nehme tatsächlich immer nur meine kleine GoPro mit. Das ist die GoPro 8, ein älteres Modell, gefällt mir sehr gut. Und selbst meine kleine Reisekamera, das ist eine Lumix TZ101, ein älteres Modell mit einem unheimlichen Zoombereich von 25 auf 250 mm. Ich weiß gar nicht, was es auf Kleinbild gerechnet ist. Mit einem Leica-Objektiv. Ja, eine tolle Kamera, aber selbst die bleibt bei mir oft zu Hause. Es gibt da schon längst den Nachfolger, heißt denn TZ200 noch was. Die ist aber deutlich schwerer geworden und von der Bildqualität, vom Zoom-Bereich nicht mal besser. Deswegen habe ich mich für das ältere Modell entschieden, was ich gebraucht irgendwo gekauft habe. Man sieht so einige Bikepacker auch mit Drohnen im Gepäck. Die sind ja mittlerweile recht klein und leicht, 250 Gramm nur die Drohne. Es kommt aber immer noch der Akku und haufenweise an Kleinzeug dazu. Das ist mir einfach zu schwer. Da geht meine Liebhaberei zum Filmen nicht weit genug. Außerdem stelle ich fest, es kostet unheimlich viel Zeit und die nehme ich mir dann unterwegs selten. Da reicht Fotografie und die Filmerei mit der GoPro mir völlig aus. Im Zelt abends bin ich ja viele Stunden mit mir alleine. Da nutze ich dann die Zeit, die ganzen Fotos schon zu sichten und einfach gnadenlos zu löschen, was nicht gut ist, und für meine Fotobücher vorzubereiten. Um die Videos zu schneiden, nutze ich Quick. Das ist die App von GoPro. Die lege ich dann hier in dem Kanal ab, aber nicht sichtbar für euch. Die Videos kann man dann nur über meine Fotobücher zugreifen. Ich habe sie hier mit QR-Codes verlinkt. Und wenn ihr sie sehen wollt, auf meiner Homepage im Reiseblog sind sie auch zugreifbar. Licht am Rad. Wirklich wichtig ist für mich eine Rückleuchte. Die habe ich immer dabei, da habe ich oft sogar zwei dabei. Diese Lupine-Rückleuchte ist Rikinu, ist aber gut. Willst du auch eine Rückleuchte haben? Also, diese Lupine-Rückleuchte ist mit USB aufladbar. Das finde ich gar nicht so glücklich. Das ist wieder ein Gerät, was ich unterwegs aufladen muss. Ich habe also in der Regel noch eine zweite Lampe dabei. Moment. Das ist ein relativ billiges Teil für, ich glaube, weniger als 10 Euro. Und da sind zwei AAA-Batterien drin. Die hält ewig. Die kann ich zu Beginn meiner Reise frisch mit Batterien versorgen. Und ich glaube, die hält 60, 70 Stunden. So lange habe ich nie im Leben diese Lampe an. Während die Lupine in der vollsten... Du kriegst gleich was zu essen. In der vollsten Helligkeit vielleicht 6, 7 Stunden durchhält. Ja, also da ist mir so eine klassische Lampe mit Batterien fast lieber. Ich muss jetzt erstmal den Kater füttern. Ein Frontlicht brauche ich beim Bikepacken außerordentlich selten. Ich fahre in der Regel immer über Tag, dass ich mal in die Nacht reinfahre. Das passiert ganz, ganz selten. Wenn, dann habe ich das Licht eher an, weil ich mal durch Tunnel durchfahre. Gerade in Norwegen sind auch sehr lange Tunnel, teilweise auch sehr dunkle Tunnel. Die sind bei weitem nicht alle toll beleuchtet. Ja, und da sollte man schon ein verlässliches Frontlicht dabei haben. Ich habe den Overkill, das ist die Lupine Wilma, der Lampenkopf. Ich habe es einfach, weil ich diese Lampe besitze und zum Mountainbiken abends im Wald oft benutzt habe. Der Vorteil dieser Lupine ist gar nicht der Lampenkopf, wie gesagt, ist viel zu viel. Aber die hat einen unheimlich starken Akku mit einer Kapazität von 50 Wattstunden und hat entsprechende Adapter dazu, sodass ich diesen Akku auch als Powerbank nutzen kann. Die Qualität von Lupine, die ist über alle Zweifel erhaben. Die funktionieren also auch wirklich bei tiefen Temperaturen. Mit der Angabe 50 Wattstunden, das ist etwas, da kann ich mein Handy 5, 6 Mal laden, mein Garmin kann ich einmal laden.
Ja, da komme ich also dann mit meinen ganzen Sachen, die ich habe, über 6, 7 Tage hin. Das ist erprobt und das reicht. Ein Wort noch zur Angabe der Kapazität in Wattstunden. Es hat sich ja irgendwie eingebürgert, die Kapazität in Milliampere-Stunden anzugeben. Das ist technischer Blödsinn. Das ist nur der Ladestrom. Es wird erst ein Schuh draus, wenn man den Ladestrom mit der Spannung multipliziert. Hier zum Beispiel dieser Akku, der hat 6,9 Ampere-Stunden, aber 7,2 Volt. Um das mal so mit der Analogie von Wasser zu vergleichen, wenn ich sage, ich habe eine Strömung von 1 Meter pro Sekunde, dann ist überhaupt keine Aussage darüber, wie viel Wasser denn nun wirklich aus irgendwas rauskommt. Habe ich den 1 Zoll Gartenschlauch, ist 1 Meter pro Sekunde nur was ganz anderes, als wenn ich das C-Rohr aus der Feuerwehr mit der gleichen Strömungsgeschwindigkeit habe. Ja, also immer darauf achten, dass man sich beim Vergleich der Powerbanks nicht auf die Angabe von Milliampere-Stunden verlässt, sondern im Zweifelsfalle das Produkt bildet aus Spannung und Ladestrom und dann hat man die Wattstunden und hat einen wirklichen Vergleich über die Kapazität. Der Vollständigkeit halber, ich habe eine Alarmanlage am Rad, die ist genial, wenn ich irgendwo alleine im Zelt auf dem Campingplatz liege und habe mein Rad vor der Tür. Dann habe ich die große Sicherheit, dass kein Mensch das Rad anfasst, weil das ist so dermaßen laut. Das hat mich schon aus der Fleischtheke vom Supermarkt geholt. Ja, das ist ein 20-Euro-Gimmick, was mich immer sehr beruhigt. Ich mache es mal an. Habe ich denn da Fernbedienung? Also ich glaube, das ist so schon gut hörbar. Eine Warnung. Ja, also da ist der ganze Campingplatz wach. Ein Vorteil auch, es sind AAA-Batterien drin, es muss nicht geladen werden. Und die reichen für 3, 4 Wochen Bikepacking immer. Also ich habe jetzt hier die Batterien Anfang der Saison ausgetauscht und die sind immer noch voll. So, ist das Zelt aufgebaut, habe ich noch 2 Gerätschaften, die geladen werden müssen. Einmal meine Kopflampe, das ist so die klassische kleine Petzel. Und ich liebe meine kleine Pumpe, um die Isomatte aufzupumpen. Ich habe abends immer überhaupt keine Lust mehr, die mit dem Mund aufzupusten und die Pumpsäcke mag ich nicht. Innerhalb von 2 Minuten ist meine 1,83er 65 cm breite Isomatte damit aufgepustet. Das hat gleichzeitig noch eine Lampe mit drin, die ich mir ins Zelt hängen kann. Also das Ding, das liebe ich. Eine volle Ladung reicht, um 5 bis 6 Mal meine Isomatte aufzupusten. Ich hatte es anfangs schon gesagt, es ist total überflüssig, aber ich fahre nun mal immer mit Pulsgurt. Ja, ich bin da Daten-Nerd. Ich trainiere nach Plan übers Jahr und sammle da alle meine Daten und ich habe es dann einfach gerne vollständig. Ich habe mal hier nach Wichtigkeit sortiert, was eigentlich immer mitgeht. Das ist mein Garmin und ein Handy, die GoPro. Wenn ich campe, ist die kleine Pumpe immer mit dabei. Ja, und mein Pulsgurt. Und das Ganze wiegt dann schon mal 600 Gramm. Wenn dann noch das Ladegerät und die Kabel dabei sind, sind das 735 Gramm. Das ist ziemlich genauso viel wie meine ganze Werkstatt oder wie mein kleinstes Zelt. Kommen wir jetzt zum Laden der ganzen Gerätschaften. Da habe ich 3 Möglichkeiten, wobei ich die mit dem klassischen Ladegerät, mit einem Netzteil, mit Abstand am häufigsten nutze. Solange ich alle 3, 4 Tage irgendwo eine Steckdose finde, die ich auch über Nacht nutzen kann, reicht das völlig aus mit den Powerbanks, die ich unterwegs habe. Netzteil ist ein gutes Stichwort. Auch da aufpassen, dass man eins hat mit einer hohen Ladeleistung. Also die ganz einfachen Geräte haben nur so zwischen 10 und 15 Watt. Da kann das wirklich Stunden dauern, bis man oder die ganze Nacht dauern, bis man seine Powerbanks geladen hat. Denn ja, darauf läuft es ja meistens hinaus, dass wenn man irgendwo auf einem Campingplatz ist, da gibt es ja oft nur die Rasierersteckdose in den Duschen. Und da würde ich nie mein Handy, meine Kamera und meinen GoPro und alles liegen lassen, sondern ich muss immer den Zwischenschritt über die, über die Powerbanks gehen. Das da kostet doppelt Zeit, ist ineffektiv, es geht ja durch den Wirkungsgrad auch immer was verloren. Umso wichtiger ist, dass das Netzteil eine hohe Ladeleistung hat.
sehr einfache Geräte für keine 10 Euro, die liegen bei einer Ladeleistung von vielleicht 10 Watt. Ja, da dauert es dann natürlich Stunden oder die ganze Nacht, um überhaupt mal eine Powerbank zu laden. Im mittleren Bereich liegen die so bei 20 Watt, das ist dann schon ganz gut. Es gibt auch Schnellladenetzteile, da muss man aber aufpassen, ob denn die Powerbanks und die Devices, die man da anschließt, dafür geeignet sind. Sonst macht man sich im Zweifelsfalle das Handy oder das Navi auch kaputt. Auch hier fehlt oft die Angabe, die direkte Angabe in Watt Ladeleistung, kann man aber leicht ausrechnen. Hier steht 6 Volt und 3 Ampere, also 18 Watt Ladeleistung. Die beiden nächsten Möglichkeiten zu laden sind ein Solarpanel oder ein Nabendynamo. Ja, der Vorteil eines Solarpanels ist, dass man an Ruhetagen, wenn man nicht auf dem Rad sitzt und auch das Nabendynamo nicht bewegt, immer noch irgendeine Möglichkeit hat, irgendein Device aufzuladen. Ja, umgekehrt eben, solange man fährt, ist man hiermit wesentlich effektiver, da kommt ein bisschen mehr bei rum. Zu viel erwarten darf man bei beiden nicht, vor allem bei dem Solarpanel. Ich habe das mal ausgemessen mit einem Ampermeter. Wir haben jetzt Mitte Oktober, ich habe es gestern Nachmittag um 2 Uhr mal in die pralle Sonne gelegt. Schön senkrecht die Fläche ausgebreitet zur Sonne hin. Ich kann es dir mal zeigen, so groß ist es ungefähr. Und habe mal einen Ampermeter angeschlossen. Und da kam in der Spitze 240 Milliampere bei 3,8 Volt zustande. Ja, das ist also eine sagenhafte Ladeleistung von 1 Watt. Wenn man bedenkt, dass ein Handy irgendwo zwischen 8 und 10 Wattstunden Kapazität hat, sind es also 8 bis 10 Wattstunden, die ein ausgeschaltetes Handy braucht, um über so ein Solarpanel geladen zu werden. Also wirklich, das ist für den Notfall und nur bei bestem Wetter und sicher auch nur in Ländern geeignet, wo die Sonne auch wirklich hoch am Himmel steht und lange scheint. Auf Island kürzlich oder in Schottland hätte ich das Ding gar nicht in Erwägung gezogen, das mitzunehmen. Es wiegt, gucken wir mal, 500 Gramm. Die letzte Möglichkeit, Energie zu gewinnen, wenn wir unterwegs sind, ist ein Nabendynamo. Ich habe hier das von Sohn. Das stellt so etwas, ja, den Benchmark dar. Es gibt auch Konkurrenzprodukte, die vergleichbar sind. Erstmal zum Gewicht. Das wäre die klassische Vorderradnabe, die ich in der Regel einbaue. Eine Novatec D411, wiegt knapp 100 Gramm. Das Sohn-Nabendynamo wiegt 430, also rundweg 330, 350 Gramm sind da Differenz. Das Sohn-Nabendynamo sticht mit einigen guten Werten hervor. Das ist einmal die geringe Verlustleistung im Leerlauf von ungefähr 1 Watt. Wo man sich nicht irritieren lassen sollte, ist, wenn man hier jetzt im Leerlauf dran dreht, dann ist das ein bisschen ruckelig, das ist die sogenannte Polfülligkeit. Das hat nachher nichts mit der Verlustleistung beim Fahren zu tun. Die Herausforderung bei einem Nabendynamo ist die schwankende Leistungsabgabe in Abhängigkeit der Geschwindigkeit, die wir fahren. Also bei geringen Geschwindigkeiten von 12, 13 km/h fängt es an, dass man überhaupt hier eine Leistungsabgabe hat. Das ist bei Sohn eher auch am unteren Wert, was ja positiv ist. Bei anderen Nabendynamos muss man da 15, 16 km/h fahren. Das ist dann manchmal schon ein Anspruch, wenn man zum Beispiel Mountainbike fährt. Maximal geben diese Nabendynamos ca. 4 Watt ab, wenn wir so um die 30 km/h fahren. Die haben aber natürlich auch eine Verlustleistung. Der Wirkungsgrad beim Sohn-Nabendynamo liegt bei 60%, bei anderen ungünstigeren nur bei 40, 45. Das heißt, wenn wir 4 Watt an Leistung abgeben, müssen wir so ca. 10 Watt investieren, um Energie zu erzeugen. Ja. Diese schwankenden Leistungsabgaben sind auch beim Aufladen unserer Gerätschaften ein Problem. Denn wir können unter Umständen nicht alle Geräte direkt anschließen. Die reagieren zum Teil sehr empfindlich auf diese unterschiedlichen Spannungen und Ladeströme. Deshalb muss dazwischen so eine Art Pufferspeicher geschaltet werden.
Da gibt es so einige am Markt, die sehr unterschiedlich getestet sind. Busch und Müller bietet ein sogenanntes E-Werk an, bietet aber jetzt zum Jahresende den Nachfolger. Und das Ding, da warte ich sehnsüchtig drauf, das sogenannte K-Werk, hat nämlich gleichzeitig ein Powermeter integriert. Und zwar auch eins mit einer vernünftigen Kapazität von 36 Wattstunden. Also das zwischengeschaltet zwischen Nabendynamo und sämtlichen Verbrauchern, das macht für Bikepacking und Langzeitreisende absolut Sinn. Ich hoffe, dass die schnell damit rüberkommen, dass ich zu Weihnachten das anbauen kann. Wichtig ist am Ende natürlich auch die Lagertechnik, die verbaut ist. Es ist immer in unser Vorderradlager. Das muss robust sein, lang haltbar, gut gedichtet. Gut gedichtet, ganz wichtig, hier ist Elektronik drin. Also auch wenn man damit mal durch eine Furt fährt, hoffe ich, dass es das mitmacht. Dazu habe ich selber keine Erfahrungswerte. Man liest viel, eigentlich immer nur Positives. Die Dinger sind ziemlich unverwüstlich. Ich bin mal gespannt, in 10 Jahren mache ich das nächste Video, dann kann ich es bestätigen, hoffentlich. Ja, die Zahlen sind da ganz anschaulich und auch beeindruckend. Solarpanel, eine Handyladung 10 Stunden. Nabendynamo, eine Handyladung so rund 3 bis 4 Stunden. Und so ein Netzteil vielleicht eine halbe bis zu einer Stunde, je nachdem. Ja, aber wenn man eben kein Netzteil hat unterwegs, keine Steckdose, dann ist man auf die anderen Möglichkeiten angewiesen und schon sehr dankbar dafür, dass sie zur Verfügung stehen. Zum Speichern der Energie habe ich jetzt 2 Möglichkeiten. Nutze ich das Nabendynamo, habe ich natürlich auch das K-Werk von Busch und Müller mit 36 Wattstunden Powerbank dabei. Habe ich das Nabendynamo nicht, sondern lade über ein Netzteil. Dann kommt die Lupine-Ausrüstung mit 50 Wattstunden. Ich habe zusätzlich noch so ganz kleine Scheckkartengroße, ein bisschen dick, so ein Zentimeter dicke Powerbanks, die finde ich ganz toll. Die haben immerhin 18 Wattstunden, das sind 2 Handyladungen, passen in die Trikottasche und die sind unheimlich robust. Ich glaube, die kosten 15 Euro bei Amazon, ich verlinke sie mal. Also die gehen bei mir seit Jahren auch mal so auf Tour mit, wenn ich mal einen Tag unterwegs bin. Jetzt noch abschließend ein Lifehack zu dem Thema. Für mich außerordentlich praktisch. Ich habe nämlich hier sämtliche Gerätschaften, die ich irgendwie ans Rad montiere, auf den Garmin-Mount umgebaut. So kann ich mit größter Flexibilität alles da anbauen, wo es mir in dem Moment am meisten hilft. Die GoPro hat den Garmin-Fuß. Das Handy hat so ein Patch. Na, das Garmin natürlich. Der Wilma-Lampenkopf. Der Akku und auch die Alarmanlage. Ja, und so kann ich dann am Cockpit die Sachen genau dahin bauen, wie ich sie gerade brauche. Mein Standard-Setup ist so. Ja, jetzt habe ich da mein Garmin, meine GoPro. Das Tolle ist, ich kann mit einer Hand die GoPro abnehmen, kann filmen, habe sie immer griffbereit, dann filmt man auch. Den Akku habe ich hier am Lenker hängen und den Lampenkopf hier unten, falls ich den Lampenkopf überhaupt dabei habe. Die GoPro habe ich auch oft hier vorne mal dran. Ja, und wenn ich irgendwo mich einem Campingplatz näher oder zu einer Sehenswürdigkeit fahre, mich irgendwie orientieren will in der Stadt, mache ich das genauso gerne mit dem Handy als mit dem Garmin, weil es einfach viel schneller zu programmieren ist. Und habe das dann hier vorne auf dem Vorbau, habe wieder die Hände frei. Die beiden Stative sind natürlich dann auch mit dem Garmin-Adapter ausgestattet. Der kleine Klammeraffe hier, sodass ich die GoPro auch mal schnell dahinstellen kann. Ich habe sogar für die Kamera so ein Patch, dass ich auch die Lumix auf diese Stative stellen kann. In der Regel habe ich einen Garmin-Mount dann nochmal extra dabei. Den könnte ich mir zum Beispiel am Helm oder an der Sattelstütze festmachen. Damit bin ich dann nochmal flexibler. Das sind also so meine Erfahrungen und ist so mein Kenntnisstand, mein Optimierungsstand derzeit zum Thema Elektronik am Rad. Es gibt so die absoluten Basics mit Navigation und Handy, die wirklich immer dabei sind. Alles andere ist fallweise abhängig davon, wie remote ich vielleicht unterwegs bin, wenn ich längere Zeit nicht die Möglichkeit habe, nachzuladen
oder auch nicht erreichbar bin, dann kommt eben einiges mehr damit. Ja, und der Rest ist im Prinzip Komfortgewinn, Unterhaltung. Ich vertreibe mir die Zeit im Zelt abends, indem ich Videos schneide. Da wird sicher jeder so seine Lieblinge an Fotografie und an Gimmicks mit dabei haben. Weitere Informationen, vor allem immer wieder aktuelle Informationen, findet ihr auf meiner Homepage rennrad-liebe.de, in der ich auch von unterwegs mal berichte, wie vielleicht Ausrüstungsgegenstände bei mir so ankommen, welche Erfahrungen ich damit habe. Ja, ihr findet da auch einen Reiseblog. Wer also gerne mal ein Video sehen möchte über meine Reisen, der kann das über meine Homepage machen. Sehr gespannt bin ich auf eure Erfahrungen. Welche Produkte setzt ihr da ein? Was habt ihr zum Beispiel Solar Panels oder andere Nabendynamos? Oder ja, zu allen Beleuchtungen ist ein Riesenthema. Also schreibt gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt, auch womit ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt. Alles hilft uns in dieser Gemeinschaft der Bikepacker ja weiter. Dankeschön.